Der ist echt übel. Ja, das ist scheiße. Ja, ich hab heute mal mein Musikhandy dabei. So. Mittag. Oh Gott, Mittag. Na denn. Bisschen weiterentwickeln das Ganze und perfekt. Den finde ich wohl gut. Der ist, wie gesagt, der ist aus flexiblem Material. Der geht ewig nicht. Das ist ein schlagfester Kunststoff hier. Mhm. Das ist einmal frei. Ist ja auch nicht so schlecht. Hat sich das Konto mal erst bestell Alarm. Das ist definitiv meine Frau. Oliver ist bestimmt definitiv meine Frau. iBox. Das war das andere. Da ist was andere drin. Was ist hier drin? Achtung! Ich bin jetzt aufgeregt. Ich ahne nämlich schon was. Ja. Was? Ah. 500 Euro sind hier drin. Mhm. Eine Christkindnarbe. Oh, nicht nur eine, zwei. Heb mal an. Ja. Oh. Schön. Mach mich neidisch. Nee, das ist hoffentlich nicht neidisch oder so. Darf man nie neidisch sein. Das ist ja doch, nicht mal für mich. Ich bin ein bisschen. Ich, also, ja, ich will es für deine Tochter. Dass weil, meine Tochter das. Pink, also. Das ist aber ganz ehrlich, wenn da Chris ja, King draufsteht, würde ich mir sehr eine pinke Narbe ins Fahrrad bauen. Was ist das denn geil? Ist das geil? Limitiert auf 2000 Stück weltweit. In der ollen Lidl-Verpackung. Ja, hast wieder ein paar Stoffbeutel. Ja, Wahnsinn, ja. Nee, genau. Na, in großen. Schön. Das ist ja noch ein Schild dran. Kostet auch viel. Jo. Ihr braucht 500 Euro, aber... mit dem Wert. Was für ein Klang, ey. Ja. Fein verzahnt. Oh Mann, ey. Kann man. Ja, das kann man machen. Da freut sie sich. Aber nicht, dann fahre ich die. Ich habe noch nie das King-Namen gehabt. Nein, Dito. Konnte ich mir noch nie leisten. Und jetzt habe ich mal gesagt, scheiße, das Rad wird halt voll drüber. Und die sind für Disc auch geeignet, aber ja. Ich dachte mir, wenn man sie dann doch vielleicht mal in ein anderes Rad irgendwo in einen anderen Rahmen einbaut, dann eben auch für Disc geeignete. Wie geil. Oh, ist das geil. Wie nicht. Ja, zeig mal die Hinterradnarbe. Das ist ja... ja, das ist ja ein Witz. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Namen sind da. Ich bin so happy. Oh, freue ich mich.
Ja, in der Tat. Jetzt spürst du am ganzen Körper. Ja. Das ist ganz komisch. Seit wenn ich Egon Rosen bin und so. Ja, das schwingt so. Geil. Chris King. Ganz ehrlich, die Tune-Kurbel, das passt perfekt. Ist genau die Farbe. Die Kurbel, die Dinger hier. Hammer geil. 500 Euro wieder in die Ecke stellen. Freu mich. Steht's geil. Ist ja noch was für dich. Ja. Was? 4, 7, 6, 5, 12. Und da haben wir noch ein Riesenpaket hier. Abgesehen von den Klamottenpaketen für meine Frau. Hast du schon? Von dem Sascha. An dem Fahrradsalon. Der quasi Fanpost so hat. Mit Briefchen. Lieber Herr Tommy, liebe Familie Müller, lang angekündigt, endlich verschickt. Es soll nur ein kleines Dankeschön für die Mühe und euer Videos sein. Sehr sympathisch und authentisch. Schon einiges für die Schrauberei abgucken können. Und deine Videos lassen auch viel noch Spielraum fürs Denken. Naja, sicher. Also vielen Dank. Vielleicht hast du ein Plätzchen in deiner coolen Werkstatt für das Schild. Ansonsten Ofen. Massive Eiche. Was? Ich freue mich auf weitere Videos von dir. Grüße vom Niederrhein. Ja. Ja, auf alle Fälle kommt das Ding schon mal an der Wand. So was ist geil. Ofen, ja? Wo ist es denn? Ofen. Nix Ofen. Das ist auch noch mal verklebt. Hat aber gut gemeint. Du fräst. Eine Oberfräse. Mann, machen die sich eine Mühe, Alter, ey, ist ja Wahnsinn. Ein schönes Brett. Ja, danke schön für dieses Brett. Schön sieht's aus. Vor allem mit diesen Vogelspuren hier. Aber darum geht's ja eigentlich. Wow! Das ist doch geil. Auf jeden Fall. Das hat mal richtig was. For so long Berlin, das ist ein bisschen westernmäßig, wa? Wow. Wow. Ja, ist ja wohl klar, das kommt hier. Das muss hier hin, ja, natürlich. Also. Geil. Dankbar. Ja. Passt doch. Ja. Verdeckt den alten Ghetto-Blaster. Warte mal. Kommt einfach hier hin. Fertig aus. Schon Platz gefunden. Ja, auch eben installiert. Fällt ja nicht offen mit den anderen Schildern. Ich glaube, ich mach das da oben ran. An die Schräge vielleicht. Naja, da kommen sie alle hin. Oder man hängt das so. Ja. Hier so. Geil. Hm?
Ja, Mensch, hat der Tag doch noch was Gutes. Ja. Nur nicht, wenn man rausguckt. Ja, ich hab gute Fans. Coole Fans. Ja. Ja, der eine hat mir das gemacht hier. Wo ist das denn? Hier. Das ist auch noch in Benutzung hier. Fahrradsalon Berlin. Haben wir auch noch. So, wie geil ist das denn? Ich habe Chris King Narben. Hab ich ja nicht mal. Meine Tochter hat Chris King Narben. Das sind ja nicht mal meine. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Papa hat sie gebaut. Nee, sie hat sie gebaut. Das ist ganz entscheidend, dass sie muss das bauen. Da kriegt sie weiße Handschuhe an und dann geht das los. Ah, ist das cool. Ei, ei, ei. Naja, ich freue mich auf alle Fälle über die Narben. Ich freue mich über das Schild sehr. Das ist natürlich noch geiler. So, das ist doch genial, ey. Ist ja fast schon offiziell hier. Das ist ja... Könnt ihr das überhaupt sehen, wie jetzt so gefräst ist? Ja. Fahrradsalon. Perfekt. Also, zwei Räder haben wir aufgebaut heute. Eigentlich, auch wenn das eine B-Twin ist oder so, das ist nicht besonders. Aber das andere, der Track, das ist ganz nett oder so, das B-Twin, das werden wir wahrscheinlich dann, oder werde ich wahrscheinlich in die Vermietung nehmen oder so. Mal schauen. Oder als Werkstattlehrer rausgeben oder was auch immer, keine Ahnung. Das ist natürlich wirklich nicht gutet, also. Ja. Na, und um 18 Uhr mache ich hier zu. Heute mache ich 18 Uhr Feierabend, erstmal ein bisschen früher tatsächlich, weil es regnet den ganzen Tag. So kann ich wenigstens heute mal mit meiner Familie zusammen Abendbrot essen, mit meinen Kiddies, und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und bestimmt freut sich auch der Joachim, dass ein bisschen früher Schluss ist hier. Ja, schauen wir mal. Und da hat der Carsten mir noch einen Krug gebracht hier. Das war so ein Radfahrerkrug, und zwar Berliner Radfahrerverein Humboldt. Gegründet 1898, so wie die meisten Vereine. Und für das Mitglied W. Hensel, Wilhelm Hensel wahrscheinlich, am 18.05.1909 ist er wohl 30 geworden, zum 30-Jährigen. Herr Klein! Danke! Alles gut? Nee. Ach Mensch, warum denn nicht? Langeweile. Ach, Langeweile. Wir gucken, haben wir Kaffeezeit? Ich hab keine Zeit, nee. Kommt gut an. Ja, wir haben eine Fahrrad runter. Oder? Nicht mehr, hab ich früher mal gemacht. Ja, nicht mehr. Laufen sie runter. Ja, ja. Besser so. Haben wir hier die Bäume geklopft oder abgeschlagen? Die Mitte, oder? Ja, ja. Ja. Gut, ne? Wir haben die gestanden. Jahntag. Die? Den Jahntag? Den Jahntag. Ja. Nee. Nee, oder? Also hier auf der Straße nicht. Doch, die standen um der Ecke hier. Ja. Hier. Die Spremberger. Aha. Na ja. Wenn sie hier vorne rein sind, und wir geben mal noch was hier Kaffee und Kuchen mit. Und sie trampeln hier durch die Gegend. Wie ja, ich muss wieder arbeiten. Was? Wie, ist wir, wie wär's denn damit? Ey, nicht gut, Lobo. Nee. Lassen wir das. Wenn schönes Wetter ist. Ne? Wenn schönes Wetter ist, dann können wir das machen. Dann guten Appetit und danke, danke. Keller. In dem Keller, ja, ja. Danke. Ja, ja. Im Kellerrestaurant. Ach ja. Ja, ja. Später mal. Ciao, ciao. Oh mein Gott. Fremdenbetreuung hier, da ohne, da ist ja was los. Jo, jetzt sind wir gerade bei dem B-Twin-Rad. Ja. Kriegt jetzt noch einen neuen alten Bremsbelag. Und dann sind wir hier durch. Mit der Möhre. Feierabend für heute jetzt, ey. Hat erfolgreich durchgeregnet? Uns die Kundschaft weggeregnet?
Konnten wir nicht machen heute, außer die zwei Räder haben wir aufgebaut. Also das eine war ja mehr oder weniger nicht. Da war ja nur das Hinterrad zu tauschen. Nee, doch, Hinterrad. Das wieder. Und ein bisschen einstellen, ansonsten fährt das ja geil. Und das andere, ja, fährt auch gut, bremst gut. Also fährt viel flüssiger, nee. Ja doch, fahren tut sich echt gut. Falsche Richtung drehst du. Ich meinte den Track, genau, mit dass sich gut wird, der Track, aber das andere, da wissen wir noch nicht, ob das gut wird. Fangen wir bei dem Trockenwetter. Das Between. Das größte Dilemma ist der zu wenig Platz. Es ist einfach so. Das ist Fakt. Kommen wir mal weiter zu. Auf die Chris King da haben sind da. Freut mich so. Egal, ob sie alt sind oder nicht. Scheiße, ja. Der Reichtum bekommt ihr nicht. Ich habe früher viel mehr gehört. Weiß ich. Aber du warst doch schon mal weg. Nee, noch nie dran. Aber ich brauche vielleicht zwei Kippen am Tag. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich mich in Einzelteilen nach oben bringen muss. Es ist 18 Uhr. Tommy hat Feierabend. Ich habe geschwänzt. Oder Schwänze. Jetzt kommt die Sonne raus, Marlies. Guck, Sonnenschein draußen. Nein, ich mache einfach wieder Dienst. Genau jetzt ist Sonnenschein. Ich fass es nicht. Ich kann es nicht glauben. Ohne Scheiß. Ich mache den Laden zu. Und jetzt kommt die Sonne raus. Die ganze Zeit regnet es. Sagt der Tommy, ich mache jetzt früh Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Und Mama macht mir Essen warm. Oder machst du das dir? Nee, ich esse ja nichts mehr. Du machst ja wieder deine Diät. Du siehst schon ganz dürr aus. Ja. Was ist da los? Ich habe auch eine Zahl gesehen, die ich schon seit vor Skadi sitze. Eine 5. Eine 5. Ja, mit dabei, aber nicht. Aber nicht an erster Stelle. Naja, das wäre auch ungesund, Lobe. Also gut, bis morgen. Ciao. Wir sehen uns. Bis dann.